Weil es gibt in der Tat bei Aristoteles die Stelle in der, glaube ich, Meteorologie, wo er tatsächlich sagt, nach all dem, was ich hier den Logos ausgeführt habe, über die Philosophie, über die Metaphysik etwa, die Prinzipien des Seinen als Seinen, das Kerngeschäft der Philosophie, das Aristoteles glaubte, am Ende, zum Ende kehre ich wieder zum Mythos zurück. Weshalb dies, wo sich die Philosophie dann erzählen durch narrativ aufgeladene Götter, durch vielleicht Archetypen, vielleicht absoluten Metaphern, im Sinne Blumenbergs, die aber eine Art Lebendigkeit über vielleicht die große Metapher hinaus haben, zum Beispiel zum Ritus anregen, zum Beispiel zum Erzählstoff für heranwachsende Kinder werden, zu Bilderwelten, welche die Kunstgeschichte bis heute inspirieren. Was ist das?